Boah, hey, ich höre wieder was. Hey! Das Headset wiederbelebt. Der Maschinengeist des Headsets hat sich. Nein, ich habe mein Audio mal hochgedreht. Ach, stimmt ja. Stimmt ja, da war ja was mit der. Mit jenem Ort, wo man definitiv sein Audio nicht oben haben möchte. Vom Angebrüllt von 1000 Sternen und Schweinemenschen. Übrigens hat der Forscher zu viel Eisen im Blut erhalten. Hier ist irgendwo eine Hexe. Wo ist mein Über Feuerzeug? mir ist irgendwo eine Spinne. Das heißt auf Englisch einfach, isn't it Iron Pig? Hilfe. Auch immer die Das sind Hexe. mehr als eine Spinne. Au. Oh, hey, Redstone. Ich nehme das Gold einfach mal mit. Ja, Ich tu meine, warum das. auch nicht? Kann nicht schaden. Sauberes Gold zu bekommen, nicht dieses Blutgold, das wir ansonsten einfach die ganze Zeit nur benutzen können. Oh, jetzt muss ich mich gerade überlegen. Fuck, wie kann ich denn jetzt wieder hier raus? Hexe! Oh nein. Warte. Oh nein. Okay, gut. Fair enough. Glaube, ich hab den nicht gefunden. Hat mir die Aufgabe erspart, die Hexe mit dem Feuerzeug anzuzünden und dann zusammenzuschlagen. Das hat die eh noch, also. Ich höre einfach nur, wie irgendwo was stirbt. Wir Okay, waren's wo seid nicht. ihr? Gute Frage. Ich war noch im Gang und dann, ihr seid ihr weg. Es gang und gäbe so. Ihr seid nicht zu diesem schwarzen Fleck von Obsidian, ist das, glaube ich, gegangen, oder? Luft, bleibt da stehen, bleibt da Wenn ein stehen. schwarzer Obsidian-Fleck war, könnte es sein, dass ich einen Wassereimer da benutzt habe vor einer Weile. Aber da bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Wenn in den Das ist Obsidian-Flecklöcher dunkel. drin sind, da war ich das. Hätte man die Diamantspitzhacke mitnehmen können. Eisen, guck mal. Tun. So. Ich nehme mir auch erstmal schön den ganzen Dingsstein mit. Dripstone. Tropfsteine. Sehr fair, das Ja. Zeug ist mit. Da heißt Mittel. Hier gibt es Tropfsteine in der Nähe. Ah, hier ist Gold. Ja, bei Das mir heißt, ist ein oh, hier bisschen was, geht's, ja. hier geht's Das heißt, wir gerade kommen weiter. möglicherweise näher an der Tropfsteinhöhle. Das wäre natürlich toll. Hier ist noch sehr viel Stuff. Also Gold und Kohle. Ja, reißt es einfach aus den Wänden. Ja, es müsste hier nur alleine langlaufen. Luf, soll ich das Gold mit meiner Spitzhacke abbauen? Ja, kannst du machen. Und dann kriegen wir da ein bisschen mehr raus, dann kannst du Ja. Kohle. Ganz vorsichtig die Ecke loben. Und ganz vorsichtig. Oh, hey. Kommt da so Arnold an. Oh, nette kleine Kammer. Weil hier geht's noch weiter hoch. Also wenn ihr irgendwo zwei Öfen und ein Crafting Table seht, das ist von mir. Okay. Das, ach, hier war das. Da sind die Spinnen. Beiden Spitzhacken werden früher oder später zusammengeschmolzen. Natürlich noch ein Haltbarkeitsbuch drauf. So, ich habe jetzt Ruby, geht endlich mal hinter wieder einen dir? Helm. Okay. Was? Das Ah, hast du Eisen jetzt ein oder bisschen was Gold zusammengesetzt? sind hier. Ausrüstung. Ja, ich hab jetzt meinen richtigen Helm gemacht. Okay, Oh hier geht's Gott, noch Halleluja, weiter. ist vorbei. Es war nur eine Spinne. Aber ja gut, hier hinter der Kohle irgendwo sind Spinnen. Mein Inventar ist voll Klingt mit. nach Was war mit den sehr, Flaschen sehr in meiner vielen Tasche? Spinnen. Passt so ein bisschen, ne? Wie schnell die Taschen jetzt gerade einfach voll gehen. Brauchst du noch ein Crafting Table? Bitte? Au! Brauchst du ein Crafting Table? Kann ich mir gleich noch machen? Ich wollte gerade So, Kohleblöcke bauen. da. Danke. Da musst du was sagen, Luf. Ich weiß, ich dachte, du würdest ein bisschen länger brauchen. Mich verarschen? Kohle. Zack. 8 Kohleblöcke und jetzt. So, okay. Oh, meine Eisenspitzhacke ist gleich schon Jetzt kaputt. kannst du abbauen. Das hat ja nicht lange gedauert. Mit den 3 Wohl Kohle, die ich wahr. übrig habe, mache ich Oh, 7 warte neue mal. Fackeln.
Ich kann doch einen Ofen basteln. Bam. Gut, dann waren wir hier. Dann ja, wollen dann wir noch die da drüben. Da drüben. Ich habe das Gefühl, unser Mineralienproblem könnte sich für eine Weile gelöst haben. Vielleicht. Das ja, ich finde gerade hier so viel Kohle in dieser Höhle, weißt ja, du? Ja, diese Kohle ist voll mit dem Zeug. Hier ist diese auch. Kohle ist voll mit der Höhle. Oh ja. Das heißt, ich brauche mir erstmal keine Gedanken darum machen, um mein Moria weiterzubauen. Stimmt. So. Oh, wo kommst du denn her, mein Freund? Genau, jetzt okay. Redstone. Jasmin, ich hatte einen von deinen Creepern bei mir. Ach, guck mal. Sneaker. Diamanten! Sneaker. Deswegen war der Creeper also hier. Ist gerade einfach aus dem... Irgendwo aus dem Nichts runtergefallen, kommen direkt neben mir einfach instant explodiert, ohne zu zischen. Hier bist du auch so. Guten Tag. Über uns ist Kohle, also. Aber unter uns. Oh, ich habe keinen Inventarplatz, ich glaube, du musst die Diamanten liegen lassen. Was schmeiß ich weg? Nein. Knochen. Hier ist Dripstone. Oh mein Gott, hier gibt es wertvolles Kupfer. Yay. Für alles nutzbar. Genau, für Kupferblöcke und Ferngläser und Blitzerbleiter. Ich wollte sagen, vergiss die Blitzerbleiter nicht. Was sonst könnte man gebrauchen? Ah. Oh no. So, komme ich da Achso, du bist. Guck mal, da oben geht's sogar noch weiter. Ja, das. Nun. Oh nein. Ich habe schon 2 Stacks Kohle, ohne irgendwas mit Glück abgebaut zu haben. Ja, ich baue mir ganz kurz ein Table, um ein paar Sachen also zu Blöcken zu verarbeiten. Ich bin bei 35 Barren und 42 Einzelkohle. Blöcke. So viel habe ich nicht. Aber ich glaube hier den Wasserfluss. Oh, warte. Ich will nicht mit meinen Gefühlen. Oh, Eisen. Und Kohle. Der Inventarplatz. Hallo, Crafting Table. Nein, ich kann nicht Fisch in Roheisenblöcke verwandeln, Spiel. Warum nicht? Die mögen das nicht. Dann hau auch drauf. Vielleicht werden die dann zu Blöcken. Blockfisch. Ja. Hier wart ihr schon. Nein. Niemals. Du, wo bist du jetzt? Kohle zusammen blocken. Hier, ich bin hier beim Wasser gelaufen. Hier beim Wasser gelaufen? Was? Was will ich mit Bruchsteinschiefer? Ah, Kohle und Eisen. Ah, und Lapis! Lapis, Lazuli. Sollte ich auch mal vielleicht dazu Block zusammensetzen. Soll es warten, bis jemand mit einer guten Spitzhacke kommt? In Bezug auf Lapis wahrscheinlich schon. Ja. Ich bin gerade auf der Suche nach dir, Luf, okay. Aber irgendwie finde ich dich nicht. Da ist so ein kleiner Wasserstrom und beim Fuß vom Wasserstrom, da bin ich runter. Da ist so ein kleiner Wasserstrom. In einer so extrem Luf. Ja, es war bitte. Funktioniert so. Ja, da drüben halt. Ja, genau, ja, genau. In diese Richtung. In diese Richtung. Ich muss jetzt erstmal wieder zurückfinden. Oh, hey, guck mal. So. Jetzt muss ich erstmal den Wasserstrom finden. Oh, das ist reiche Beute. Wir haben schon 5 Diamanten rausgekriegt.
Ja, sehr geil. Geil, dann haben wir schon mal 2,5 Diaros. Genau. Oder 5 Diamantschaufeln. Nice. Diamantschaufeln sind noch sinnvoll. Das ist wahr. Der Strand war nach 4 Sekunden weg, als ich damit gebuddelt habe. Von daher. Ich höre Wasser, ich sehe es aber nicht. Gleich über dir. Das kann sehr gut möglich sein. Eingebaut von Cobblestone. So. Wo zum Teufel bist du, Luv? In der Kohleader. Warte, ich hab Wasser gefunden. Luv ist knietief in der Kohle. Oh, ich hab einen Spawner gefunden. Ah, da bist du. Hier runter. Welcher Mob? Skeletor. Ich habe Skeletor gefunden. Einfach weiter den Gang hoch, runterlaufen. Eiserne Rossharnisch. Rote Betesamen. Ein Buch mit Rückstoß 2 und ein Sattel. Hammergeil. Das schlimmste Enchantment, was es gibt. Ich habe den Pferdeharnisch mitgenommen, weil ich den nicht einfach so herstellen kann. Kannst du mir die Knochen mitnehmen? Knochen sind immer nützlich. Gut, ich nehme die ganzen Knochen mit, die hier drin rumliegen. Weißen Farbstoff. 13 Knochen. Nee, für Knochenmehl. Nice. Nehmen Sie unbedingt mit. Brauchen ganz viel Knochenmehl. Ja, das auch. Für Knochenmehl. Au. Ja, da raus. So. So, meine Eisenspitzhacke mit der alten Eisenspitzhacke reparieren. Klick. Okay. Mein zweites ist gleich auch schon kaputt. Hilfe. So viel Kohle. Ich hätte mir einen kompletten Stack freimachen können, wenn ich die beiden Eisenspitzhacken zusammengesetzt hätte. Dann geht's noch hier hoch. Effizienz plus Glück wäre so einiges schneller. Warte. So, jetzt. Da geht's noch hoch. Hallo, Zombie. Oh, shit. Mein Schwert ist kaputt gegangen, ich brauche ein anderes. So, weil da oben sieht nach einer Gefahrenzone aus. Teil 1 oder Teil 2? Das wollte ich auch fragen. Teil 5, mindestens. Don't understand. Tja. 5 Karten. Ob ich es jetzt verraten habe? Vielleicht. Ja. So. Ah, we have the high ground. Oh ja. Ah, aber du, das hast du nicht. Du unterschätzt meine Macht, Luv. Alter. Oh. Ey, Bekanntschaft Creeper. Ja, yes. Guck mal, ich hab jede Menge Buchstaben dabei. Oh. Ich hab auch gerade eines von euren Namensschildern gesehen. Das heißt, irgendjemand ist nicht weit weg von mir. Das bin wahrscheinlich ich. Das ist sehr gut möglich. Ja, weil es laufen wir erstmal gerade rum. Wir sind hier unterwegs mit dem Semi-Buddy-System. Da ist noch ein dunkler Ort, wo wir noch nicht waren. Ja, ich bin einen anderen Weg gelaufen, den du nicht ausgeleuchtet hattest. Wir sind dumm. Sehr gut. Es wird hier rüberspringen, okay? Mit dem Andesit. Ja, Luv, das brauchst du gar nicht. Ja, der Weg ist ja, ne? Wir sind dennoch dort mit, weil... War es ein leichter Weg oder wäre er so steinig und schwer? Mindestens steinig und schwer. Weg mit dem Granit. Der ist auch sehr steinig und sehr, sehr schwer. Okay. Und sehr unnötig. Hier waren wir schon, aber... Ja, wenn ich Granit will, grabe ich die Grube. Das führt ja... Da haben wir auch schon abgebaut. Hallo Creeper! Dieser Weg wird ein leichter sein. Terraforming! Ich bin da mit dem Wasser hochschwimmen. Nein, hier ist noch mehr Kohle. Die baue ich hier jetzt mal eben kurz. Ach komm, die nehme ich mal auch mit. Ihr sagt nein. Alles mitnehmen. Wir räumen diese Hülle jetzt komplett leer. Und sich Gronkh freuen. Genau.
Und dank der riesigen Mengen an Kohle, die man hier dabei hat, werden Fackeln auch kein Problem sein auf Dauer. Gutes Strichwort, meine Fackeln sind gleich leer. Oh. Weißt du, was richtig ätzend wird, Eisen? Was denn? Wieder rauszukommen? Deine Fackeln sind leer. Du hast unendlich viel Kohle. Aber keine Sticks mehr. Deswegen habe ich 17 Baumstämme dabei. So einfach in der Hosentasche. Ja, natürlich. Oh, Redstone. Ich brauche noch ein paar Planks. Ach, da unten. Ja, und das Eisen. Hey, hier ist Lapis. Lazuli, ich bin gleich unterwegs. Ich bin neben dir fast. Ja, ich hole noch kurz die Kohle hier weg, bevor ich zu dir komme. Das auch. Noch ganz kurz, diese 2 Kilometer lange Kohleader. Ach so, Eisen? Ja. Es hat übrigens jemand mal ausgerechnet, wie viel Kilo so ein GTA-Männchen mitschleppt. An puren Waffen, meinst du? Mhm. Ja. Alter. Mein Crafting-Table. Mit allem, was das Männchen so tragen kann, also mit allen Waffen. Was ist das? Sind das, nochmal hoch. Knapp 8 Tonnen. Ach so. 8 Tonnen mal so pure tief, Feuerkraft. Die aber einfach so tief in den Spatz sich mit sich mitschleppt, weißt du? Ja. Sie. Schon wieder eine neue Eisenspitzhacke machen, Hilfe. Komm mal her. Nimm die hier. Ah, da ist noch Lapis. Zeig, schätze ich wohl. Da ist noch Lapis. Alter. Nee, das ist jetzt Ping. Ah. Ja. Okay, jetzt hat es geklappt. 1, 2. Geil. Die wird nicht lange halten. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, bei Zeit einfach eine neue Effizienzspitzhacke zu haben, die ich dann mit der Glücksspitzhacke einfach schmelzen kann. Hier und Eisen. Ja, das habe ich schon gesehen gehabt, aber dann hast du gesagt, hier gibt es noch Lapis. Lapis, wenn die Pisse blau wird, dann auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Was? Blödsinn, Humbug. Kannst du nur einen Arzt aufsuchen? Oh. Du weißt doch, für alle Fälle Notaufnahme. Genau. Weil Hausärzte Scharlatane sind. Oh, jetzt ist dunkel. Gesprungen. Was? Ich hab mich selbst angeschossen, indem ich einen Block weggemacht habe und die Pfeile mir auf die Füße gefallen sind. Jo, Luke, hast du noch was gefunden? Ja, da war Eisen, aber habe ich schon abgebaut. Okay. Aber sonst war. Ja. Sonst war. Die Glowing Tintenfischsack. Oh, gönn dir. Hihihi. Er hat Tintenfisch und Sack in einem Wort gesagt. Hihihi. Weg mit den Fäden. Oh. Die Dinger machen es halt am besten. Ohne Block. Ich baue. Ich muss das nicht wegen meiner Aussage verrecken. Was leuchtet denn so im Dunkeln? Ein komischer Tintenfischsack. Leuchtet so spät durch Nacht und Wind, es ist das kleine Tschernobyl-Kind. So, wie kommt da rum? Wie antisozial willst du sein? Ja. Aber absolut. So, was du für ein Crafting-Table machen? Wollte ich gerade sagen. Denn möglicherweise sind die Taschen wieder ein bisschen voll mit Kohle und so Shit. Da. Lupe, bist du hingelaufen? Ich bin zurückgelaufen. Komm okay. Zurück. Hi. Hello. Hallo. It's me. Gab's hier noch was? Ist es gar nicht. Hier oben waren wir schon. Aber waren wir in diese Rüstung genommen ist. Oder doch? Das sind wir doch, da kommen wir her. Die Höhle ist riesig.
Ja. Was? Ja, wir haben hier keine Ahnung, wie viele Abzweigungen in einer Höhle drin noch. Aber es gibt nur noch Kohle. Das Schlimme ist einfach, wir werden hier nie wieder rauskommen. Hey, hey. Hör mal. Bist du weg? Luf. Oh, da ist noch wer. Hallöchen, Ente. Willkommen. Ich hab da was für dich. Yes, Knochen. Ah, die Ente süß-sauer ist wieder da. Nein, nein, die knusprige. Nein, oh Gott. Knusprige Ente süß-sauer. Okay, das ist fair. Willkommen. Luf, was Nicht ganz zufälligerweise den Enchanter mitgenommen. Bitte? Nein. Na, verdammt. Den Enchanter und all die Bücherregale, die vernünftig sind, damit ich die Level vernünftig nutzen kann. Genau. Apropos, erst einmal wieder neue Lapisblöcke machen. Level leise? Leuchten beschwemmt. Wenn wir diese Richtung graben, sollen wir auf eine neue Höhle stoßen. Graben wir in diese Richtung. Hast du die... Okay, okay, ist in Ordnung. Zur Kenntnis genommen. Einfach nicht. Werdet verschmolzen! Was habt ihr gefunden? Leuchtende Tintenfische. Ah, leuchtende Tintenfisch. Ja, vier leuchtende Tintenfische. Geil! Ah, es geht so schnell, so viel schneller hier. Alles wird abgebaut. Das könnte mir einen leuchtenden Rahmen geben. Ich habe drei Leuchtentintenbeutel eingesackt. Ah, weil schon drei gestorben sind. Ich werde nicht gegessen, bitte. Ich habe ein Messer. Ey! Die Ente droht uns. Frieden war niemals eine Option. Was soll das denn für eine Drohne gewesen sein? Hat mich geschubst. War Selbstverteidigung. Weißt du, glaubst du, ich habe Angst vor Enten mit Messern? Okay, da haben wir aber eine Höhle hier gefunden, das war nett. Ja, es könnte ich habe jetzt einfach mal in diese Richtung, mal gucken, wo ich rauskomme. Ich folge. Es gibt nur von einer, man kann nur von einer Art Tier Angst haben, die ein Messer hat. Und das sind eindeutig Hamster. Krabben, mein Freund. Ja. Gänse. Die Krabben haben Scherenhände, die brauchen kein Messer. Aber ja, aber selbst diese Krabben können Messer in die Hände nehmen und dann sind das die Djangos der Tierwelt. Ja, aber jetzt erwägt Folgendes. Möwen ohne irgendwas. Möwen. Also Möwen, einfach nur normale Möwen. Möwen lachen einen aus. Bevor sie einen mit 20.000 Leuten auseinanderreißen, weil man irgendwo ein Brotkrümel hat liegen lassen. Scheiße, man hört meine Möwe nicht. Du hast eine Möwe? Ja, so ein kleines Plüschtier. Das macht Möwengeräusche, wenn man drauf drückt. Aber ich glaube, das ist nicht laut genug für mein Mikro. Einfach direkt dran kuscheln. Drehen wir um, weil ich denke, ich habe irgendwo anders noch Wasser gehört. Oh, hier geht's noch weiter. Water is good. Ah ja, ich weiß wo. Die Schlucht. Also, gut. Wir sind in der Schlucht, aber dieser... Nein, wir sind in einer Höhle, in keiner Schlucht. Hier bin ich. Ah, okay. Es ist schön, wie einfach die ganzen Wände leer geräumt sind. Das Einzige, was zurückbleibt, ist Kupfer. Ja. Wenn wir hier lang gehen, da ist irgendwo ein Wasser. Ich würde ja das Kupfer mitnehmen, aber ich habe keinen Platz dafür. Ja, weißt du, ehrlich, Kupfer denkst, bringt gar nichts gerade. Du denkst ja, dir, damit kann du denkst man schon als, bauen. Die du denkst dir beim Minecraft als Kupfer nichts Böses, ne? Da unten waren wir schon. Okay. Weißt du, du denkst dir als Kupfer nichts Böses bei Minecraft, hängst da ein bisschen ab, denkst dir so, boah geil, guck mal, da kommt jemand, der uns mitnehmen möchte. Wirst einfach zurückgelassen. Hallo! Noch mehr Leute. Ist noch ganz viel Kohle, wie kannst du die hier liegen lassen? Weil es hier tiefer geht. Hier ist auch Kohle und Eisen. Oh, hier ist Eisen. Ja, aber Kohle. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, hier. Ah, unter uns ist auch Eisen. Da oben und hier unten. Das ist so komisch, da überhaupt was zu sehen, ja. Ey. Ich glaube, ich habe so viel Bad Wars in letzter Zeit gespielt. Sieht man die da nicht? Naja, man sieht da weder Spitzen, okay, ich muss oder sowas. Das Wasser hier oben zumachen, Lou. Ja. Oh ja, Leuchtbeutel. Gute Idee. Good call. Das wäre tatsächlich auch ein Gedanke, Ente. Wollte ich gerade nicht sagen, dass theoretisch die einzige, wo ich Kupfer wahrscheinlich wirklich benutzen würde,
wäre, wenn ich die Dächer, wenn ich Dächer haben wollen würde, die in dem oxidierten Kupfer arbeiten. Nice. Ich habe ich hatte in erster Linie an 1503 oder 1701 Palastdächer gedacht. Oh. Dafür würde ich Kupfer möglicherweise benutzen wollen. Aber ja, Kathedralendächer auch möglicherweise. Aber wofür brauchst du Kupfer, wenn du eine Dario-Statue brauchst? Für die Dario-Statue nicht im Mindesten, da ist es Gold. Und dieses Gold ist nun ja nicht ganz, es ist nicht ganz fair trade, könnte man sagen. Ich würde zustimmen, dass es fair trade ist. Luft mich in Albträumen von der von jenem Ort. Das war einfach nur übel. Okay, irgendwo hier sind Spinnen. Das heißt, irgendwo hier geht's weiter. Warte. Das ist sehr viel Kohle. Ja, waren wir auch schon. Ah ja. Also das Schöne ist, die ganzen Wege führen alle irgendwie da. Irgendwo irgendwann zusammen. Irgendwo hier geht's weiter. Über uns, denke ich. Aber das sind sehr viele Spinnen. Ich habe hinter dir übrigens ein bisschen Kohle runtergeworfen, Phoenix. Ich bin, glaube ich, schon lange nicht mehr bei dir. Okay. Dann gehe ich die gleich noch ab und ich hoffe, du kannst mal hinter mir ausleuchten. Ach, du bist über mir. Ja. Die sind definitiv neben uns. Ich sehe auch, weitere Namensschilder neben unseren beiden. Oh. Das ist Phoenix. Diese Richtung hinten war irgendwie Luv oder Jasmin. Nein, wir stehen nebeneinander, also. Okay. Die sind über uns. Ja, irgendwo über uns sind sie auf jeden Fall. Das heißt, da über uns ist noch eine Höhle. Ja, aber die sind gerade leer geräumt. Das könnte eventuell dann sogar ein Spawner sein. Das ist man mit den Geräuschen vielleicht, und wenn wir von unten ankommen, können wir eventuell die einfach von unten umbringen. Wenn wir nur einen bereit machen. Also wenn es Giftspinnen sind, sofort löschen. Normale Spinnen, da könnt ihr den Spawner einfach ausleuchten und bedenken, was er existiert. Hört man den Unterschied? Bitte? Hört man den Unterschied? Nein. Nein? Die sind unterschiedlich groß. Aber wenn ihr überall Spinnenweben seht, dann wisst ihr, dass ihr ja Giftspinnen habt. Ah! Danke, Luf. Bitte. Hat sich das Geld selbst angeschossen mit Hilfe von Dornen. Aha! Wussten wir es. Und wie sieht's aus? Oh! Ich hab einen Spinnenspawner gefunden. Das, oh, wow! Oh Gott! Oh nein! Okay, Luf, du haust drauf. Ich blocke. Okay. Leucht ihn aus. Ja, Mann! Ich hab ihn ausgeleuchtet. Jetzt können wir töten. Hey, ihr da oben. Komm da mal runter. Als ich da noch keinen Spawner gefunden hat. Da runter habe ich gesagt. Okay, ich hab. Okay. Ich hab eine größere Kammer gefunden. Hey! Hier ist so viel Schrott überall noch. Da ist hinter dir. Ich will ja nichts sagen, meine dritte Eisenspitzhacke ist gleich kaputt. Das ist das Zeichen von Erfolg. Ja, das ist jetzt die Beruhigung. Oh, zwei Goldpferderüstung. Ich hab noch sehr gut. Pferderüstung immer mitnehmen. Gefunden. Eisen. Sieg, was habe ich falsch gemacht? Ja. Namensschild. Sehr schön. So, warte mal. Muss ich eins weniger angeln? Eisenpferderüstung nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, also Pferderüstung generell, falls nötig. Aber Eisen generell über Gold. Was ist denn hier? Als Dump benutzen. Alter. Ja, ich habe hier so viel Scheißzeug drin, was ich nicht brauche, weißt du? Mhm. Oh, ich sollte auch eventuell mal wieder ein paar. Hättest jetzt die Behutsamkeitsspitzhacke mitgenommen, hättest das hier abbauen können? Was denn? Den Spinnenspawner? Nein. Spawner kann man leider nicht mitnehmen. Was ich immer auch sehr tragisch finde, ich finde, das sollte man können. Sollst du die Goldpferderrüstung auch mitnehmen? Ja. Eisen. Okay. Minecraft möchte nicht, dass du Spinnen als Haustiere hältst. Ich will sie nicht als Haustiere halten. Doch, willst du. Ich will sie als lebendige Wolfarm benutzen. Da brauchst du keinen Spawner für. Das ist wahr, aber dennoch. Ach so, Luf? Ja? Soll ich dir die Leuchttinte geben? Ja, kannst du machen. Willst du das Roheisen haben oder sollst du das schon mal im Roheisenblock machen? Ja, gib mir mal das Roheisen. War nicht so schlau. Ich habe eventuell die Höhle mit Gravel geflutet.